Ei Gude und herzlich willkommen zu einem Kanal/Technik/Projekt-Update. Insbesondere zu dem Projekt Harry Potter Hörbuch, das ich ja schon teilweise auf den Kanal hochgeladen habe, in welchen sich jetzt aber starke Änderungen ergaben. Zum einen fangen wir vorne an. Das Technik-Update betrifft sich direkt auf das Hörbuch. Und zwar habe ich vorher das Hörbuch mit OBS eingesprochen, ein ganzes Kapitel am Stück. Und ja, da gab es immer die ein oder anderen Sprechfehler noch mit drin. Wenn es ganz gravierend wurde, habe ich schon vorne angefangen. Aber bei längeren Kapiteln habe ich es dann einfach durchgezogen, was natürlich im Endeffekt in der Qualität sich auswirkte. Den Vorteil war ganz klar, ich habe das Kapitel durchgelesen, habe das Video gespeichert, hochgeladen, fertig. Und konnte so 3 bis 4 Kapitel am Tag machen, wenn ich abends Lust und Laune und Zeit hatte. Ja, aber wie gesagt, die Qualität war einfach nicht das, was ich wollte. Deswegen habe ich mich mal schlau gemacht bei den Leuten in der Community, die selbst irgendwie Hörbücher produzieren oder an sowas schon mal mitgemacht haben. Hier an der Stelle vielen großen lieben Dank an Retch, Quantum Place und Max Monster. Und die haben mich beraten. Im Moment ist es jetzt so, dass ich die Audiospur mit einem Tool namens Audacity aufnehme oder Audacity, je nachdem, wie man es ausspricht. Und das dann jeden Fehler dann nochmal neu einlese und das nachbearbeite. Das ist natürlich ein viel größerer Aufwand. Für ein Stück von 30 Minuten braucht man da locker 2 Stunden bis 3 Stunden zum Nachvertonen bzw. zum Korrigieren. Aber hat einen super großen Vorteil, man kann andere MP3 oder Musikteile oder Audioteile dort reinschneiden. Was mich auf die Idee brachte, einfach mal Kollegen, Bekannte, Freunde vom Nerdpool darum zu bitten, ob sie nicht Gastsprecherrollen in diesem Hörbuch, in diesem Audioprojekt übernehmen wollten. Zu meiner großen Freude haben sich direkt Seri, Joe, Max und Reg Jackson bereit erklärt, dort Rollen zu sprechen. Welche das sind, verrate ich noch nicht, das müsst ihr dann selbst rauskriegen. Haha. Ja. Und da dachte ich, naja, gut, wenn du das schon so aufnimmst, dann kannst du auch gleich die Videos richtig bearbeiten. Hab mir dann DaVinci Resolve besorgt. Das ist ein Freeware, oder zumindest ein Teil davon ist ein Freeware-Programm. Es gibt auch eine Bezahlversion, die halt noch mehr Mega-Effekte hat. Ich nutze wahrscheinlich nicht mal 1% von dem, was das Programm kann. Ja, und hab da jetzt Videos zusammengeschnitten. Nun habe ich ja schon 13 Teile auf dem Kanal hochgeladen. Das heißt, die werden jetzt nach und nach ersetzt. Im Moment sind gerade die ersten 4 fertig. Die lade ich jetzt heute direkt nach dem Video hoch. Und ja, wenn die nächsten fertig sind, kommen die nach und nach. Immer wenn ich neue Teile hochlade, tue ich die alten Teile, die bis jetzt schon da sind, auf Privatstellen. Die sieht man dann nicht mehr. Das heißt, ihr habt dann, wenn ihr da Interesse dran habt, einfach mal den Vergleich, wenn ihr euch irgendwann mal 1 bis 4 anhört und danach irgendwie Teil 13, der schon da ist, was da ein enormer Unterschied ja, in der Qualität ist. Das heißt, jetzt nach und nach kommen weitere Teile. 5 und 6 sind gerade in der Produktion und ich hoffe, dass ich irgendwie so in 2 Wochen aktuell bin bei Teil 13. Hier müssen natürlich auch die ganzen Sprecher Zeit haben und Interesse haben. Ja, soweit zu dem Kanal- und Technik-Update. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir da ein Feedback zugebt. Ich meine, das hier ist ganz, ganz klares Pareto-Prinzip, 80-20. Der Aufwand vorher war quasi 80%, die 20%, sorry. Und das Ergebnis die 80 und jetzt ist es gedreht. Jetzt haben wir 80% mehr Aufwand, um die letzten 20% Gap zu schließen. Aber ich denke, das ist es mir auf jeden Fall wert. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dabei. Wie gesagt, ich würde mich da riesig über Feedback freuen, was ihr von dem Projekt haltet, wie die Sprecher so sind. Ich finde sie super gut. Die machen alle einen mega guten Job. Ich habe mich riesig gefreut, als ich die ersten Sample-Dateien bekommen habe. Und ja, ich freue mich da, dieses Projekt weiterzuführen. Es sind insgesamt 232 Kapitel, das heißt, es wird ganz locker ein Jahr dauern, vielleicht sogar 2. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Okay, genug gequatscht. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, hören uns wieder auf jeden Fall. Ich hoffe, dass du Spaß an dem Hörbuch haben wirst. Und ja, wenn es dir gefällt oder wenn dir das Update gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Wir hören uns irgendwann wieder. Ciao, ciao.